So ein schöner Tag, genauso wie ich es mag. Oh, heiß, ne? Das kommt auch nicht an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma SG Remscheid. Ich bin wieder zurück. Das Wetter ist ihr müsst euch vorstellen, das Foto kannst du ja nochmal einblenden mit der Brille. Ja. Naja. Jedenfalls komme ich von 38 Grad und bin hier jetzt gelandet. Also folgendes für heute. Erst einmal vielen, vielen lieben Dank, Marlon und Daniel, dass ihr mich da tatkräftig unterstützt habt. Jedenfalls bitte ich euch, bevor wir das mit dem Ganzen hier anfangen, kommentiert bitte mal unsere Videos und liked und ja, falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen, ne? Ja. Also in den letzten Videos ging es ja um den GT3. Der ist übrigens, ich sehe den zum ersten Mal live, sieht übrigens unglaublich schön aus, ne? Ja. Ja, der GT3 Touring. Ganz ehrlich, hätte ich den GT3 nicht da, das perfekte Wetter, also für die Wetterverhältnisse perfektes Auto da draußen. Ohne Witz, das Auto würde es bei mir nicht überleben. Ich hätte den angemeldet. Echt? Ohne Spoiler, Schalter mit den Sitzen, ne, das ist schon. Ja, okay, so. Schon ja, fein, ist ja, schon fein. Ja, also brauchst du jetzt keinen Kommentar zu geben, okay? So. Meine Schokoseite, weißt du? Ah, klar. Aber es geht um was ganz anderes heute. Und zwar habe ich mit dem lieben Richard telefoniert. Wir können sein Foto mal hier einblenden. Der Richard ist vom BMW Kaltenbach. Heute haben wir den 14. September. Am 28. ist die Konfiguration erst freigegeben. Es geht um den BMW M3 Touring. So, ich habe mir, ich kann nicht mehr abwarten, ne? Und ich möchte auch, dass es direkt zur Sache kommt. Habe ich den Richard heute Morgen angerufen und gesagt, hey Richard, pass auf, lass uns bitte den Touring konfigurieren. Geht natürlich nicht. Ja. Weil keine Konfiguration freigegeben ist, aber ist ja nicht schlimm. Wir hauen eine Konfiguration auf die Limo rein. Ja. Und das übernimmt er bei dem Kombi und schauen, was wir da konfigurieren und tun. Und hast du nicht gesehen, welche Farbkombination? Ich meine, es ist schon. Was? Da wird. Dann wird wieder schwarz, ne? Nein, aber wir müssen jetzt nur darüber reden, ob es schwarz oder schwarz matt, schwarz hochglanz oder schwarz matt wird. Ne? So, da würde ich sagen, steigen wir ins Auto ein und fahren jetzt zu dem lieben Richard. Bis gleich. Bis gleich. Steig schon mal ein. Michael Dramann! Mann, wir kommen von, einfach nicht vom Fleck mehr an! Also, wir haben die Ansprache. Kein Video, Mann, hör auf! Das ist mir zu peinlich. Bester Richard. Kannst du dir mal fragen, warum er nicht ans Telefon reingeht? Soll ich den wegboxen? Okay. Meditation für dich. Okay, das ist mir zu peinlich. Ja, jetzt fahren wir zur BMW. Wir haben jetzt 12, nee, 12 ist gut, 13.30 Uhr knapp. Und die Ansprache haben wir 9.30 Uhr gemacht. Seitdem hat Marlon. Ihr werdet mich wahrscheinlich verurteilen, warum ich mit dem Auto bei dem Wetter fahre. Ich muss fahren. Denn wir haben im Anschluss haben wir einen Termin beim Reifenhändler, und zwar bei dem lieben Mo in Solingen. Denn die Reifen sind so ziemlich langsam runter. Hm. Ja, also wir waren jetzt im Blitzerwerk und so, das ist was. Ja, ja, wir fahren jetzt zu BMW. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich da. Perfekt. Bis gleich. Bis gleich. Ja, was ist bei dir? Ja, super. Ja, natürlich. Ja, was geht ab? Ich liebe euch. Ich freue mich.
Kaffee. Richie, ich würde gerne einen Cola Zero haben. Cola hast du da? Zero haben wir da. Zero. 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 Weißt du was? Holst du den Kaffee? Ja. Nehme ich auch. Auch, aber auch Cola Zero, bitte. Beides. Kaffee schwarz, beides. Kaffee schwarz. Ja. Ja, dann immer alles mitnehmen, was geht, ne? Ja. Schön, ne? Hier bei BMW. Ja. Ich frag dich mal an, nicht die Kamera. Ja, ist schön hier. Schön hier, ne? So ja. Offen, jeder sieht, was du machst. Du kannst dich mal hier irgendwie popeln oder so. Nee. Hä? Ist gar nichts machen hier. Weißt du, was ich nur so schlimm finde? Was denn? In so einem offenen Büro. Was? Stell dir vor, du bist im Büro, ja? Es hm. geht jetzt wieder voll in die komische Richtung. Aber wir können ja gerne ein bisschen komisch sein. Stell dir vor, du hast Bauchschmerzen. Ja. Und tja, wie es halt ist, ne? So. Hm. Ne? Hm. Stell dir vor, in dem Moment kommt ein Kunde rein. Du kannst gar nichts machen. Wir haben nicht mal hier Fenster. Und du kannst hier nicht mal lüften, außer dass da. Hm. Ja, mit der Konfiguration von dem M3, ja, ist ein bisschen bescheuert, dass wir jetzt vorher machen, aber ich kann es nicht mehr aushalten, ganz ehrlich. Ich halte es nicht mehr aus. Und ich denke, die Konfiguration von dem Limo wird ähnlich sein wie bei dem Kombi. Ich hoffe, die Lieferzeit ist auch nicht so schlimm. Darum geht es mir auch, um ja. ehrlich zu sein, weil ich brauche selber ein Auto. Der GT3, der wird jetzt verkauft. Echt? Ja. Hast du schon einen Käufer oder? Nein. Ist das hier ein exklusiver Aufruf? Wer will Harus also GT3 haben? Also wer den GT3 gerne möchte, kann gerne. Boah. Cola Zero. Was ein Service hier. Nur gegen eine Kamera, sonst sei komme ich nie nein, raus. Ja, Richard. M3. Können wir da drüber laufen lassen? Ja, ne? Diesmal würde es gehen. Denn, wir können hier auch eine Ansage machen. Oder etwas. Wir haben zusammen mit Richard ein Auto bestellt in einer ganz komischen Farbe. Eine andere Farbe. Nicht komisch. Komisch nicht. Aber ich glaube, das war eins der schönsten. Also ja, auf jeden Fall mit der Farbe. Mit der Kombination. Mit der M4 50 Jahre Edition. Ja. Ist jetzt nichts krass Besonderes. Ne? Es sind halt 350 okay. Autos im Bestand. Mhm. Sehr schönes Ding. Definitiv, auf jeden Fall in der Kombination, wie wir die dann zusammengestellt haben, wird der richtig böse aussehen. Ja, ne? Und auch richtig schick. Ja, und das Beste ist, wir fahren zusammen zum BMW-Welt. Ja, das wird lustig. Wann kommt das Auto? Wann kommt das? Oktober, 27.10. Genau. Da holt der Richie uns ab. Ja. Dann gehen wir schön noch was essen und so. Ja. Tag vorher und morgens aufstehen, BMW-Welt, wird schon gut. Auf jeden Fall BMW-Museum. Hast du gefragt, BMW-Welt. Wegen Film? Film, kein Problem, haben wir schon rausgeschickt gehabt, alles und perfekt. Wir haben alles, tja, sehr gut. Super, ja, dann fangen wir, setz dich mal hier hin. So, wie gesagt, wir fangen jetzt mit der Limousine an. Richtig. Wir machen es jetzt einfach mal. Baller den Competition rein. Wunderbar. Super. So, dann haben wir jetzt hier den M3 als Limousine erstmal. Genau. Ja. Und ja, dann haben wir halt natürlich Innovationspaket und alles, da nehmen wir mit rein, ne, mit dem Laserlight und alles, was halt da alles mit drin ist. Ein Carbon-Exterieur-Paket und alles ist, denke ich, klar, das willst du auch alles haben, ne? Ja. Ein Drivers-Package? Das kommt automatisch mit, nimmst du die Keramikbremse wieder mit rein und Carbon-Schalensitze und alles. Aber ich finde, rein optisch ist, ja, okay. Pack mal rein. Ja. Außenlackierung wird der schwarz, schwarz, schwarz. Genau, also das ist ja auch jetzt so eine Sache. Kannst du diese Frozen-Geschichte da? Guck mal, ob ich die hier zur Auswahl habe. Hier wird der nicht mit dabei sein, aber damit du es bildlich auch siehst, machen wir es hier rein. Kostenmäßig, wo liegen wir da? 6? 5. Bei der Frozen-Lackierung. Also da können die Zuschauer jetzt, die können ja auch mal darunter schreiben. Ja. Also entweder Hochglanz schwarz oder schwarz-matt. Also eins von beiden. Boah, ich werde schwarz-matt. Weil ich finde, klar, schwarz-matt, boah, echt schwarz-matt brutal. Schwarz-matt wird brutal aussehen. Mit den ganzen, also, mit den ganzen Carbon-Exterieur. Akzenten, die glänzend sind, ne? Ja. Die Farbe könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Ich zeige die jetzt auch einfach. Genau, mit anderen Felgen natürlich, ne? Aber ich glaube, ich tendiere eher auf den Matt.
Ja, glaube ich. Mit den Felgen jetzt beispielsweise in schwarz. Ne? Ja, jetzt wird es anders. Oh. Okay, das war's. Also gerne unten in die Kommentare schreiben. Natürlich wirtschaftlich gesehen ist Schwarz-Hochglanz günstiger. Aber matt ist... Meinst du nicht, für Wiederverkaufswert matt wäre auch krasser? Weiß ich nicht. Boah, doch, matt. Ja. Gut. Ja, doch, doch. Ja. Also wirklich. Also man muss ja dazu sagen, ich hoffe, wir bekommen das Auto, ne? Ja, wird schwierig, aber da kriegen wir hin. Also die Quoten, also es sind sehr wenig Quoten, ne? Ja. Wir haben im Endeffekt wir freuen uns jetzt gerade, aber es kann aber auch vielleicht sein, dass sie sagen, nö. Das kann passieren. Gibt es was Neues? Die sind jetzt schwarz-schwarz komplett, ne? Oder halt mit Trackreifen. Nur noch die Option gibt es. Nee. Von innen? Kein Individual. Kein Individual, aber schwarz, ne? Ja. Rot habt ihr nicht, ne? Rot von innen, doch, kann ich dir mal zeigen. Nee, aber so mit Streifen meine ich. Oder rote Nähte. Nee, dann kann man halt nur Individual nehmen. Okay, nee, kein Individual. Individual ist zu teuer. Ja, im Carbon-Schalensitze sind ja drin. Genau. Also das 50-Jahre-Embleme. Ja. Ich finde die ganz nice, muss ich ehrlich sagen. Ja, also kann man noch mal gleich da unten nochmal zeigen. Ja, 50 Jahre Edition. Das sieht schon geil aus. Auf jeden Fall, 50 Jahre Edition. Momentan in Sensatec. Das würde ich mit reinnehmen. Was ist das? Sieht nochmal hochwertiger aus. Ja, mit, ja. Shadowline hat er drin. Hochglanz Shadow. Die wollen wir drin haben. Die M-Leuchten Shadowline. Die wollen wir drin haben. M-Sicherheitsquote drin haben. Sonnenschutzverglasung. Ja, Sonnenschutzverglasung auf jeden Fall wollen wir haben. So, dann gehen wir weiter. Harman Kardon. Ist günstig, ne? Ja, 19 Euro. Also im Verhältnis zu anderen. Widescreen Display. Also automatisch drin. Serie? Das ist hier der Bildschirm, den wir hier vorne damit schon. Das hat die Sicherheits. Gibt es da kein Assistenzpaket? Haben wir auch, doch. Driving Assistant ist schon drin. Driving Assistant Professional wäre halt mit Spurverlasswarner, Frontkollisionswarner und alles mit drin. Aktive Geschwindigkeitsregelung, ne? Das alles wäre noch dabei dann. Sollten wir noch, oder? Ja, würde ich reinnehmen. Genau. Parking Assistant oder Plus? Einmal mit Rückfahrkamera nur oder mit 360-Grad-Kamera? Was würdest du empfehlen? Parking Assistant Plus. Ja, klar. Mal rein. Automatische Heckklappe. Finde ich jetzt ein Muss. Ne? Ja klar, muss. Ich drücke. Akustikverglasung. Was ist das? Windgeräusche. Ja klar, natürlich. Akustikverglasung, sehr, sehr wichtig. Glasdach würde ich rauslassen, ne? Weil wir haben wir Carbondach bei dem? Wir haben Carbondach, ja. Okay, Serie, BMW Laserlicht ist drin, Drive Recorder. Brauche ich nicht. Ja. Wobei, ey, 200 Euro, ne? Ist nicht schlecht, kannst du reinnehmen. Hast du halt nochmal Aufnahmen, ne, die du machen kannst. Das wäre echt geil. Das ist schon cool. Wegen Unfall und so, ne? Ja, schon nicht schlecht. Okay. Ja. Aber ist der Frozen nicht Individuallack bei dir? Das ist Individuallack, ja. Und den können wir mal so mal reinnehmen, oder? Hier kann ich das nicht, weil dann zeigt er das nicht bildlich da. Sicher? Ja. Okay, jetzt schreibt er das nur mit rein, das wäre in Anführungsstrichen mit drin. Und nur bei dem Visualizer kannst du das dann sehen. Also okay. Sitzheizung hinten? Sitzheizung hinten, nein. Gibt es nicht zur Auswahl. Mal von außen bitte. Ja, geht gerade. Ja, auch hier. Das ist 50 Jahre, in dem ich meine. Ich finde, das macht was her auf jeden Fall. Ja. Ja, also, das ist so ein Hingucker. Also, stellt euch jetzt nur vor, das Auto in Kombi als matt. So würden wir den bestellen. Ja, würde ich sagen, machen wir das Ding so fertig, ne? M3 ja. Touring. Also dann werden wir vielleicht in den nächsten Videos bekannt geben, ob es funktioniert, weil das sind genau in 2 Wochen. Ja, das ist der 28. Ja, dann würde ich sagen, so würden wir unseren konfigurieren. Gerne unten in den Kommentaren schreiben, was ihr so anders machen würdet. Ja, dann würde ich mal sagen, in dem Sinne würden wir das Video jetzt gerne hier beenden. Wir müssen weiter. Hat mich gefreut. Richard, vielen lieben Dank nochmal. Ja, und dann werden wir was Schönes abholen. Oktober hast du gesagt? Oktober. Okay. Da würde ich sagen, alles Gute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Der Richard, der Harry und hinter der Kamera der Marlon. Lasst euch gut gehen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ciao.